Wenn du zwei Gründer hast, zwei Unternehmer hast und der eine hat viele Freunde, der andere hat keine Freunde, wer wird es deiner Meinung nach einfacher haben? Wer wird wahrscheinlich erfolgreicher? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung, sondern ich habe viele Unternehmen selbst gegründet und auch vor über 20 Jahren meine erste Firma gegründet. Und damals hatte ich gerade mal so drei Freunde. Ich dachte, man kann gar nicht viel Zeit haben für viele Freunde. Ich hatte meine drei besten Kumpels und wir sind füreinander, voreinander vors Auto gesprungen und haben uns geholfen. Tatsächlich aber, als ich mich selbstständig gemacht habe, als ich andere Wege gegangen bin, habe ich festgestellt, dass es nur Zweckbeziehungen waren oder Nutzbeziehungen waren. Solange ich entweder dort gearbeitet habe, als Kriminalbeamter oder als Soldat, da war ich einer von ihnen. Aber als ich das verlassen habe, das Terrain, das Gebiet, wollten sie von mir nichts mehr wissen. Und auch als ich nicht mehr in der Karatemannschaft gekämpft habe, wir also gemeinsam zu Turnieren gegangen bin, wir einen Zweck erfüllten, auch dann haben mich diese Leute schmählich im Stich gelassen. Bei meiner zweiten Existenzgründung, nun, da hatte ich schon 100 Freunde und da bin ich wesentlich schneller erfolgreich geworden. Und als ich aufgrund eines Betrugs meines Geschäftspartners mich von ihm getrennt habe und nochmal anfangen musste, da hatte ich dann schon 1000 Freunde und ich war bereits nach 4 bis 6 Wochen in der Tragfähigkeit, also mein neues Unternehmen lief sofort. Die Frage ist nun, was ist überhaupt ein Freund und wie gewinnt man Freunde? Das werde ich dir heute in dem Clip zeigen. Ich lade dich ein zu einem Umdenken zum Thema Freund. Das ist einfach mal auf den Prüfstand zu stellen. Was verbindest du mit dem Begriff Freund? Denn eine Person, die du weder kennst, noch magst, noch hast, die ist erstmal neutral und die steht hier in der Mitte. Und da gibt es natürlich das Gegenteil von Freund. Das sind deine Feinde. Das sind also Menschen, die dich hassen, die dich nicht mögen, die etwas Böses die wollen, die dich als Feind sehen und auch bekämpfen. Und das Gegenteil vom Feind, nun, das ist der Freund. Und zwischen dieser Null hier in der Mitte und dem Freund draußen gibt es natürlich unterschiedliche Qualitäten. Das heißt, dein allerbester Freund, den du am meisten vertraust, mit dem du alles im Leben teilst, dem du alles anvertrauen würdest, dem du deine Kinder anvertrauen würdest, deine EC-Karte mit PIN, das ist natürlich ein Freund auf der Kategorie 100. Dann gibt es natürlich andere, das sind gute Bekannte, mit denen man sich austauscht, Sport gemeinsam, Urlaub gemeinsam verbringt, vielleicht eine Firma gemeinsam gründet, das sind vielleicht nur die 75. Und dann gibt es dann die 50er, das sind vielleicht nur gute Bekannte, wo man sagt, Mensch, man schätzt sich, ist eine angenehme Zeit, mit denen kann man sich mal treffen oder mal ein rundes Skat spielen, aber die sind halt nicht die 75er oder die 100er. Nun, und dann gibt es die 25er, das sind die Menschen, die kennt man, die mag man, aber man hat mit denen noch nicht so viel Zeit verbracht und will es vielleicht auch nicht. Aber wenn man sich trifft, freut man sich und man kennt sich. Und genauso gibt es auf der anderen Seite die extremen Erzfeinde, würde man sagen, bei 100, wenn das hier bei minus 100 angelegt sind. Und dann gibt es die Menschen, mit denen möchte man keine Zeit verbringen und die will man auch nicht im Umfeld haben, die will man nicht in der Firma haben, die will man nicht als Kunden haben. Und dann gibt es so die 25er, das sind die Menschen, die man einfach nicht mag, die man auch nicht zum Geburtstag einlädt. Das sind die Menschen, okay, man würde im Ernstfall vielleicht die als Kunden bedienen, aber nicht privat die Zeit verbringen. Wenn du also jetzt als Unternehmer dir eine große Reichweite aufbaust, dann ist es sehr wahrscheinlich klar, dass die hier nicht links sein sollte. Denn wenn du bei 10 Millionen Menschen als Mörder, Betrüger, Vergewaltiger und Terrorist bekannt bist, dann nutzt dir die Reichweite von 10 Millionen reichlich wenig, es sei denn, du willst Sprengstoff oder Drogen verkaufen. Auf der anderen Seite, ist, wenn du 10 Millionen Freunde aufbauen willst, ist auch völlig klar, dass deine 10 Millionen Freunde nicht alle eine Qualität 100 haben, sondern die werden gute Bekannte sein, Follower, Abonnenten, irgendwo was zwischen 0 und 50 vielleicht. Also die entscheidende Frage ist jetzt an der Stelle, ist, bist du bereit, dir einen großen Rahmen, eine große Menge, eine große Reichweite an Freunden aufzubauen. Und wenn das dein Ziel ist, dann zeige ich dir heute, wie das funktioniert. Das Erste, was dir hilft, viele Freunde zu gewinnen, ist, dass du dir virtuell vorstellst, bei einem neuen Kontakt, dass ein Konto eröffnet wird. Und dieses Konto hat, wie bei der Bank, wenn du das erste Mal hingehst, erstmal kein Guthaben, da ist 0 Euro drauf. Aber du kannst sehr wohl mit diesen Menschen einen Termin ausmachen und diesen versetzen. Dann hast du das erste Mal dein Dispo überzogen, einen Negativeintrag, eine Negativbuchung eingelegt. Wenn du dann ja noch ein Buch ausleihst und es nicht zurückbringst oder kaputt machst, dann hast du den negativen Eintrag Nummer 2 eingebucht. Und wenn du dann noch schlecht über den redest oder dir Geld leihst und es nicht zurückbringst, dann hast du die nächste negative Einbuchung. Und irgendwann, spätestens hier an dem Punkt, wenn das Konto überzogen ist, was wird die Bank machen? Nun, die Bank wird das Konto löschen, auflösen. Und das machen auch viele Menschen mit dir, wenn du die 3, 4, 5 Mal enttäuscht hast, das Konto überzogen hast.
Auf der anderen Seite aber kannst du auch ein Versprechen abgeben, dass du sagst, ich melde mich nächsten Dienstag um 16.15 Uhr und du meldest dich nächsten Dienstag um 16.15 Uhr, dann hast du durch Zuverlässigkeit einen Eintrag gemacht. Und wenn du dann noch sagst, ich habe einen guten Kontakt zu einem Tennislehrer und ich schicke dir die Kontaktdaten nächsten Mittwoch und du schickst auch die Kontaktdaten noch zu, hast also das nächste Versprechen abgegeben und eingehalten, dann hast du den nächsten Eintrag gemacht. Und wenn du dann dir Geld leihst und das vielleicht vor der Frist noch zurückbringst, dann hast du das nächste Versprechen eingehalten und so baust du Schritt für Schritt ein Guthaben auf. Und eines der Kennzeichen von 0 bis 100 zum Freund ist auch unter anderem die Menge des Guthabens, der positiven Einzahlung, die du gemacht hast. Denn das merken sich Menschen. Du weißt auch ganz genau, wie häufig dich in den letzten 3 Malen terminlich möglicherweise hab sitzen lassen, wenn wir einen Termin hatten und ich nicht gekommen bin. Das merkst du dir. Und wenn ich dich zum 4. Mal zum Termin einlade, darum bitte, wirst du vielleicht sagen, das lassen wir vielleicht lieber. Der zweite wichtige Punkt ist, wie du leicht Freunde gewinnst, indem du dir Zeit nimmst für sie. Denn wenn du nur 3 Freunde betreuen willst, nun, dann kannst du dich 3 Stunden monatlich oder in einer Woche investieren, dich mit ihm treffen. Dann hast du 168 Stunden für dich persönlich. Dann hast du 165 Stunden für dich und 3 Stunden für andere. Ob das jetzt egoistisch ist oder nicht, auf jeden Fall hast du mehr Zeit für dich und wenig für andere investiert und du wirst wenig Freunde haben. Wenn du aber 100 oder 1000 oder 10.000 Freunde gewinnen willst und auch am Leben erhalten willst, also mit diesen Menschen in Kontakt bleibst, dann wirst du eine ganze Menge Zeit deiner Woche investieren in andere. Und zwar nicht nur, indem du dich mit dem persönlich triffst und Mittagessen gehst oder einfach du derjenige bist, der die anruft oder denen eine E-Mail schreibt, sondern auch wenn du Content produzierst, wenn du Newsletter machst, wenn du Öffentlichkeitsarbeit machst, wenn du etwas produzierst, wo die anderen dich nicht vergessen, wo die anderen einen Nutzen von haben. All das kostet deine Zeit. Und deshalb lade ich dich heute ein, eine Entscheidung zu treffen, wie viele Stunden, deine 168 Stunden pro Woche, bist du bereit, in dein Netzwerk, in deine Freunde zu investieren. Je weniger du Zeit investierst, desto weniger Freunde wirst du haben. Je mehr du investierst, desto mehr Freunde wirst du haben und auch bessere. Der dritte Punkt, wie man Freunde gewinnt, ist, wie man an diesen interessiert ist. Ich würde das sogar noch ein bisschen steigern, wie weit du für diese Menschen auch ein gewisses Maß an Liebe entwickelst. Denn die Liebe bedeutet nichts anderes, als ein Interesse daran zu haben, dass es einem anderen Wesen gut geht und nicht zuerst nur sich selbst. Wenn du also beispielsweise an deine Pflanzen zu Hause denkst und du gießt sie nicht, dann gehen diese Wesen ein, diese Organismen. Voller Liebe wäre es eher zu sagen, ich gebe denen Licht, ich gebe denen Wasser, ich gebe denen Dünger. Also man versorgt andere Lebewesen mit seiner eigenen Energie, dass die besser leben können. Und das gilt auch genau so auch für Tiere und für Menschen. Man ist also liebevoll daran interessiert, dass es dem anderen besser geht. Das Gegenteil davon, die Feinde, das sind meistens Menschen, die all ihr Fokus, all ihr Interesse nur auf eine Person richten, nämlich auf sich selbst, die sich nicht für andere interessieren. Woran kannst du das ganz einfach erkennen, ob andere Menschen sich für dich interessieren, liebevoll sind? Nun, das Erste beginnt schon in der Kommunikation im Alltag, wie die Menschen zuhören. Wenn du beispielsweise in den Raum reinkommst und du wirst gefragt, wie es dir geht und du sagst, ja, ist gerade schwierig, meine Großmutter ist gestorben und der andere sagt, das ist ja nicht so schlimm, lass uns mal mit der Arbeit beginnen. Nun, dann weißt du schon, dass der andere gar nicht richtig zugehört hat, dass der andere sich gar nicht für dich interessiert. Und es ist super schwierig, mit 7, 10, 20, 30, 50 Menschen am Tag zu sprechen und sich wirklich für diese zu interessieren. Und das Ganze am besten noch mit einer Wiederholung zu vollenden. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist gerade deine Großmutter gestorben. Ist das so? Wie geht es dir damit? Also wenn jemand nicht nur zuhört, sondern das wiederholt, was du gesagt hast, sich also bewusst anspringt, sich auch zu merken, was du gerade gesagt hast, das zeigt eher davon, dass jemand Interesse an dir hat und voller Liebe ist. Alle anderen fragen dich nicht, sie merken sich nicht das, was dich interessiert, sie hören dir gar nicht zu, gehen drüber hinweg und erzählen sofort von der für sie wichtigsten Person, nämlich von sich selbst. Ein weiteres Beispiel ist auch dafür, dass du deinen Geschäftspartner einlädst zum Essen, und zwar indisch essen. Und da sagt er dir am Telefon, Herr Schäfer, ich habe Ihnen nun schon 3-mal gesagt, dass ich indisch nicht mag. Also durch solche Kleinigkeiten, wie man Zeit in Menschen investiert, wie man seine Aufmerksamkeit, seine Energie, sein Interesse in andere Menschen investiert. In diesem Maße wirst du auch Freunde gewinnen und wenn du das alles nicht machst, Feinde gewinnen.
Denn wer möchte schon mit einer Person zusammen sein, die sich nur für sich selbst interessiert, die alle anderen Menschen ausblendet, vergisst, was die gesagt haben, sich nicht für sie interessiert, nicht aktiv zuhört und auch nicht die Zeit investiert? Ich glaube, du möchtest das nicht und dein Umfeld möchte das auch nicht. Du merkst also schon, wie der Kreis sich schließt, dass sich diese Beliebtheit in deinem Umfeld, dass sich das nicht nur privat äußert, sondern auch geschäftlich. Denn wenn du in deine Kunden, in deine Mitarbeiter, in deine Multiplikatoren, in deine Fürsprecher, in deine Führungskräfte, wenn du keine Zeit investierst, sich für die nicht interessierst und das Konto konsequent überziehst, also die betrügst, ungerecht handelst, nun, dann wird es sehr schwierig mit deinem unternehmerischen Erfolg. Wenn du aber so handelst, dass du dich mehr für andere interessierst, dass du deine Zeit nicht nur für dich investierst, sondern für andere Menschen und wenn du darauf achtest, in das Konto einzuzahlen, also den anderen Menschen Hilfsangebote zu machen, Versprechen abzugeben und die zuverlässig einhältst, dann wirst du bei immer mehr Menschen immer mehr bessere Beziehungskonten haben. Und wenn die Leute dann ein Problem haben, ob es ein Problem ist, was mit den Haaren zu tun hat, dann kommen sie zu dir als Friseur, wenn du Friseur bist. Wenn die Menschen ein Versicherungsproblem haben, dann kommen sie auch zu dir, wenn du Versicherung anbietest. Und wenn du Berater bist, Dienstleister, Coach, Händler, Produzent, was auch immer, wenn du dann Probleme löst, dann haben die Menschen zu dir schon eine Referenzerfahrung, eine positive Referenzerfahrung, dass du in der Vergangenheit zugehört hast, sich für sie interessiert hast, Versprechen abgegeben hast und eingehalten hast. Und das ist das Fundament für deine Kundenbeziehung in der Zukunft. Zusammengefasst habe ich natürlich auch nur 3, 4, 5, 100% Freunde, wo ich alles erzähle, wo wir uns gegenseitig austauschen. Aber ich habe auch sehr viele dazwischen und das sind für mich auch Freunde, die auch ein Mindestmaß an Zeit und Liebe und Aufmerksamkeit bekommen. Und es gibt natürlich auch die anderen, von denen man sich trennen muss. Es geht dir nicht darum, dass du everybody's darling bist und damit everybody's Depp. Es gilt sich auch abzugrenzen. Aber sorge dafür, dass du eine große Menge von Menschen hast, die dir vertrauen, die dich schätzen und sich von dir angenommen, vielleicht sogar geliebt fühlen. Dann wird deine unternehmerische Aktivität eine Leichtigkeit sein, weil sich die Menschen freuen, sich dir als Kunde anzuvertrauen oder dich weiterzuempfehlen. Wenn du Unterstützung dabei brauchst, deine eigene Persönlichkeit, deine eigene Gedankenwelt anzupassen, dein eigenes Handeln anzupassen, auch zeitlich, dass du mehr Freunde gewinnst, dass du besser kommunizieren kannst, besser zuhörst, bessere Fragen stellst, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn wir helfen nicht nur bei konzeptionellen Beratungen und Businessplänen, sondern vor allen Dingen auch bei der Entwicklung der Unternehmerpersönlichkeit. Denn du bist der Deckel, der Erfolg deines Unternehmens. Deshalb kannst du jetzt einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Das Video mit einem Daumen hoch liken und den Kanal abonnieren und vor allen Dingen heute starten, mehr Freunde zu gewinnen. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50 bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen.